willkommen zu meinem neuesten Toy Review von Transformers Generations Trailcutter. Trailcutter ist eine sehr interessante Figur, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Sie erinnert nicht nur sehr stark an das G1-Pendant, nein, sie ist auch noch sehr cool gestaltet. Ja, drehbare Räder, ganz normal. Sehr schöne, gepanzerte Scheiben. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Es passt am besten auch zu dem Design. Es sieht aus wie ein gepanzerter Jeep mit zwei Kanonen obendrauf. Und hier oben, ich weiß nicht, wie ich es jetzt deuten soll, als Raketenwerfer. Ich denke mal eher Raketenwerfer, denn ein Lufteinschub wird es wahrscheinlich nicht sein. So, vorne hat er ein wunderbar gearbeitetes Autobot-Logo. An der Seite zwei rote und einen gelben Streifen. Nicht wirklich spektakulär. Von unten sieht man jetzt nicht unbedingt, dass es ein Roboter ist, was ich auch sehr schön finde. Ja, und man kann, wenn man möchte, das Dach auch abnehmen und hat dann so einen kleinen Jeep, wo ich aber allerdings zugeben muss, dass mir oben dieser Raketenwerfer, so nenne ich es jetzt mal, stören würde. Ja, was soll man schon groß zu sagen? So, dazu, wie bei Generations Orion Pax, kommt eine sehr schön gestaltete Packung im Comic-Look. Richtig nice. Ich wünschte, Hasbro würde öfters mal seine Packung so gestalten und nicht so lieblos wie momentan bei den Transformers Hunt for Cybertron oder Prime-Figuren. Ja, auf der Rückseite hat die Figur wunderschöne Bilder. Sieht sehr stämmig aus mit seinem Schild in der Hand, mit den zwei Kanonen drauf. Dazu natürlich noch ein kleiner Text, nicht sehr viel. Setzt ein undurchdringliches Kraftfeld ein. Ja, sehr unspektakulär. Auch von der 30-Jahres-Edition. So, dann kommen wir mal zur eigentlichen Figur. So, zur Verwandlung. Trailcutter ist eine sehr, wie ich finde, leicht zu verwandelnde Figur mit sehr kleinen, aber feinen Features. So, dann kommen wir mal zum ersten. Als erstes wird die Rückseite auseinandergezogen und die Beine so rumgeklappt. Das gleiche ebenfalls noch hier, bis man ein kleines Rasten hört. So, dann einmal hier unten die Beine, wie gesagt, die Füße rumgeknickt. So, dann hat man quasi schon die Beine. Als nächstes lösen wir die Tür, drehen sie einmal runter, ebenso hier, einmal runter, dass man quasi wie so eine Art Hover unten drunter hat, so wie so ein Tragflächenboot quasi. So, als nächstes formen wir die Arme. Dazu werden hier oben, sind die beiden Arme mit einem Stift oder wie gesagt einem Pack miteinander verbunden. Dadurch zieht man sie einmal auseinander und zieht sie raus. Dadurch wird hier automatisch diese Mechanik sichtbar. Hier ist ein kleiner Stift. Hier ist dieser kleine Schlitz. So, dann wird es einmal so rumgedreht. So, dass die Reifen genau abschließend nach innen zeigen. Als nächstes drückt man die Motorhaube einmal hier durch. Die Motorhaube wird befestigt hier unten mit einem kleinen Schlitz und hier einem kleinen Pin. Einmal so ineinander gesteckt. So, und das ist das Erste. Dadurch wird quasi der Torso gebildet. Als nächstes wird einmal die Motorhaube komplett rumgeklappt. So, ganz normal. Und wird oben an das Fenster gedrückt. Was ich sehr schade finde, ist, dass das Autobot-Logo hier unten drin dadurch unsichtbar wird. Das heißt, es verschwindet komplett. Aber so wird die Figur aneinander gedrückt. So. Als nächstes werden die Schultern gebildet. Das heißt, man dreht diesen kleinen Balljoint einmal hier rum und rastet den hier oben. Ist ein kleiner Schlitz
und hier ebenso wieder dieser Spiegel im Automodus, drückt man quasi einmal so zusammen, dreht einmal so den Arm zur Seite, dann dreht man einmal wieder die Schultern so nach oben, die Arme so zur Seite, dann als nächstes werden die Fäuste rausgedreht, so, und die Arme geformt, indem man quasi unten das zusammendrückt. Ja, das war's sogar, man kann sagen, eigentlich schon fast vollständig. Zur leichteren Bedienung klappe ich gerne diesen Raketenwerfer nach hinten. Dadurch kann man leichter an den Kopf kommen. Hier unten ist diese orange Schiene. Da einfach mit dem Finger einmal gegendrücken und schon zieht man den Kopf raus. Bis der einmal einrastet und anschließend dreht man den Kopf rum. So, und da haben wir auch schon Trackcutter. Ich kann natürlich den Raketenwerfer wieder rumdrehen, das aussieht wie im damaligen G1-Pondo. Ja, Gimmicks hat die Figur jetzt nicht wirklich viele. Sehr interessant an der Figur ist halt die Figur vom Design her. Man sieht halt typisch die Motorhaube, wie es früher bei den Generation 1 der Fall war, was ich sehr schade finde, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Die Motorhaube wird quasi zur kompletten Brust und zum Oberkörper. Finde ich bullig, finde ich gut, finde ich massig, super. So, als nächstes hätten wir sein Schild. Das Schild hat zwei, wie gesagt, zwei Kanonen. Hat in diesem Modus hier unten einen Pin. Mit diesem Pin können wir einmal hier oben an den Arm befestigen. Und ja, dann hat man die Kanone quasi einmal so am Arm. Finde ich persönlich nicht so schön. Man kann natürlich auch die Figur, wie gesagt, die Kanone am Arm befestigen. Klappt aber nicht so wirklich. Fällt dann eher ja, ab, weil hält halt nicht so richtig. Hasbro hat dadurch eine sehr schöne Sache gebastelt, denn dieses Schild lässt sich einmal rumklappen. So. Und dann hat man automatisch einen Griff. Mit diesem Griff kann man das Schild sehr schön in die Hand nehmen. Ja, und dann hat man quasi ein verteidigendes Schild. Sehr interessant. Kleiner Hinweis zum Verstauen des Schildes finde ich persönlich jetzt sehr viel interessanter. Man kann dieses Schild, wenn man es wieder zusammenklappt, so, und den Raketenwerfer quasi einmal rumklappt, kann man diese Waffe sehr schön hier hinten dran befestigen. So, und schon ist sie befestigt. Sieht, finde ich, im Robotermodus auch sehr gut aus. So. Und man kann im Notfall auch die Waffen einmal so über die Schultern klappen. Sieht jetzt nicht sonderlich toll aus, aber ist funktionsmäßig eigentlich sehr gut gemacht. So. Zur Figur an sich. Sie hat standardmäßig ein Ellenbogengelenk, leider kein Faustgelenk, ein Balljoint hier oben an der Schulter, lässt sich um 380 Grad drehen, 365, Entschuldigung, um 90 Grad nach oben winkeln, einen ganz normalen 365 Grad Balljoint quasi unten in der Hüfte. Ein Kniegelenk und unten die Füße kann man ein wenig bewegen. Der Kopf lässt sich leider nur nach links und nach rechts bewegen. Rion Pax war da schon sehr viel funktionsfähiger, er hat dann schon einen Balljoint drin. Leider bei dieser Figur nicht vorhanden. Ja, das würde ich sagen, ist eine Figur, der würde ich 10 von 10 Punkten geben. Sie sieht einfach nur genial aus. Macht sich in jedem Regal richtig gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Holt euch die Figur. Gibt es momentan im Toys R Us für 14,98 €. Schlagt zu, solange ihr könnt. Denn ich denke, Toys R Us wird sie langsam aber sicher aus dem Sortiment verbannen. So viel dazu. Viel Spaß mit eurem Review. Und wünscht euch euer Rexford.